Der Besuch beim Rio Ave FC gestern im vorherigen Video soll nicht der letzte gewesen sein, denn ich habe heute nochmal die Möglichkeit, zum Abschluss des ersten Spieltages in der ersten Liga in Portugal noch einen absoluten Knaller mitzunehmen. Und zwar nehme ich euch heute mit zu Boa Vista Porto gegen Benfica Lissabon. Es ist ein Spiel, auf das ich mich schon die ganze Zeit freue, seitdem ich den Spielplan gesehen habe, ja, und mitbekommen habe, dass es eben noch perfekt in den Familienurlaub reinpasst. Es wird euch nicht nur ein geiles Stadion erwarten, sondern ich hoffe auf eine geile Kulisse, auf einen geilen Gegner aus Lissabon. Ich habe sie persönlich noch nie spielen sehen, mit Weltmeistern wie Otamendi und Di Maria. Ja, und gegenüber das kleine Boa Vista, was auch erfolgreich in die Saison starten will. Bevor wir gleich zum Stadion gehen, vielleicht noch ein paar Worte zu den Vereinen, die heute spielen. Der Boa Vista Football Club ist beheimatet im gleichnamigen Stadtteil in Porto. Zu den größten Vereinserfolgen von Boa Vista kann man durchaus die Meisterschaft im Jahr 2001 zählen, mit anschließender Teilnahme an der UEFA Champions League. Im Jahr darauf wurde man sogar wieder Vizemeister und durfte am UEFA Cup teilnehmen. Zu den dunkelsten Stunden des Vereins zählt wohl definitiv das Jahr 2008. Denn da wurde Boa Vista in die zweite Liga verbannt. Wegen Beeinflussung von Schiedsrichtern aus der Saison 2003 und 2004 wurde der Verein ja zu einem sogenannten Zwangsabstieg verklagt. Und so kam es, wie es kommen musste. Nach einem sportlichen Jahr in der zweiten Liga stieg man dann auch in die dritte Liga ab, wo man dann 5 Jahre spielen musste. Erst nach der erfolgreichen Klage des Vereins stellte der Ligaverband den unrechtmäßigen Abstieg im Jahr 2013 fest und urteilte, dass Boa Vista ab der Saison 2014-15 wieder in der ersten Liga spielen darf. Ein beispielloser Verfall eines Vereins. Wer weiß, wo Boa Vista heute wäre. Und nun kurz zum Gegner Benfica von heute. Ja, ein Verein, eine Mannschaft, die für mich immer den perfekten Mix aus talentierten Spielern und erfahrenen Spielern bildet. Talente wie zum Beispiel Antonio Silva oder Andreas Schelderup werden von erfahrenen Spielern und nicht zuletzt auch Weltmeistern wie Otamendi und Di Maria an die Hand genommen. Das bedeutet aber auch, dass der Verein nahezu ja, jeden seiner Topspieler in jeder Transferperiode verliert. So war das zum Beispiel in der vergangenen Saison Enzo Fernandes, der dem Kaufrausch des FC Chelsea unterlag und für 120 Millionen an die Stamford Bridge wechselte. Darwin Nunes, der ja, für 80 Millionen in Kloppos Team an die Anfield Road ging. Für mich geht daher heute ganz klar Benfica als absoluter Top-Favorit in die Partie, trainiert vom deutschen Trainer Roger Schmidt. Ja, und wie gesagt, erster Spieltag in Portugal. Die Gäste gehen mit maximaler Brust in die Partie, nicht nur amtierender Meister, sondern auch in der letzten Woche den Superpokal gegen den FC Porto geholt. Ja, ich bin jetzt gerade hier auf dem Weg zum Stadion. Hier sind wahnsinnig viele Benfica. Und gerade in dem Moment kommt ja auch der Bus vorbei. Natürlich frenetisch bejubelt. Das verspricht heute eine geile Stimmung zu werden. Neben all den kleinen Benfica-Fanständen habe ich hier gerade noch einen kleinen Boa Vista-Fanstore gesehen. Da schauen wir uns einfach mal drin um, oder? Willkommen am Estádio do Bessa. Ja, wie soll es besser sein, hier in Portugal mitten im Wohngebiet gelegen. Absolut unscheinbar, wenn hier nicht ja, gefühlt gerade ca. 8000 Leute wären. Was ja auch ein absolutes Erkennungsmerkmal ist, ist dieser Panda hier, den zeige ich euch mal. Ansonsten auch sehr, sehr ruhig hier im Stadionumfeld, sehr, sehr viele Benfica-Fans. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr geiles Spiel. Hier hinten auch nochmal ein ganz kleiner, feiner Schriftzug mit Boa Vista. Viel mehr hat das Stadionumfeld hier auch gar nicht zu bieten. Knapp 28.000 Zuschauer passen hier in die EM-Arena von 2004. Ich würde sagen, ich kann es jetzt irgendwie kaum erwarten, reinzugehen. Ich glaube, es wird halt eine sehr, sehr geile Stimmung. Also Einlassmanagement des Todes. Es sind jetzt 5 Minuten vor Anpfiff. Aber ich sage euch mal so,
Herzlich willkommen im Stadio Dobessa. Was für eine überragende Kulisse. Gefühlt eine ganze Hintertortribüne nur mit Gästefans. Geil. Zuschauereinlass war zwar katastrophal, aber wir haben jetzt endlich unsere Plätze. Schaut euch bitte diesen Blick an, die Stimmung ist grandios. Ich habe hier mit einer kleinen, aber feinen Pyro-Intro. Reale Stimmung, genial. Halbzeitpfiff im Stadio Dobessa. Führung geht absolut in Ordnung für Benfica. Was die Fans dort hinterm Tor abreißen, ist wirklich sensationell. Ich freue mich ungemein auf die zweite Halbzeit. Benfica-Fans heizen die zweite Halbzeit gleich. Jetzt haben wir ein paar Fackeln ein. Sehr gut. Platz war ich zu Benfica. Scheinbar gestrecktes Bein. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so genau gesehen. Christian Leipzig war bei seiner Entscheidung, was bei der Überzahl an Benfica-Fans hier gar nicht gut ankommt. Daher gibt es jetzt hier Applaus für den Spieler mit der Nummer 33. Ich habe gerade den Namen nicht verraten. Du kriegst halt den Freistoß, nachdem der Spieler vom Platz fliegt. Machst du es 1-1, einfache Rechnung. Jetzt haben wir ein Spiel. Die Heimkurve jetzt natürlich außer Rand und Band. Benfica versucht jetzt gleich, zumindest verbal dagegen zu halten. Benfica,
zu heiß sehen. Aber gibt Gelb. Viel Gas bereit für das 2-1. An die Latte. Der Ball ist noch heiß. Und zieh ab! Oh. Keine Ahnung, mitgefühlt fast 1500 Leuten versuchen dagegen zu halten. Es ist ein stimmungsgeladenes Spiel, überhaupt nicht zu vergleichen mit gestern. Aber das macht es aus. Es ist alles anders, es ist alles geil. Hervorragend. Schiri gibt Elfmeter und die gelbe Karte für Benfica. Das Ding ist eigentlich, es sitzt hier komplett im Heimbereich, aber hier ist alles voller Benfica-Fans, das interessiert hier einfach keine Sau, wie ich da gerade einen Elfmeter bekommen habe, Wahnsinn. Der Mann vor mir hier schaut sich nochmal auf dem Livestream an. Wer der Torwart hier da hält? Da haben wir ja definitiv auch noch Bock auf Nachschlag heute. Es gab gerade 10 Minuten Nachspielzeit. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass wenn Benfica jetzt hier noch in der Nachspielzeit den 3-2-Siegtreffer erzählt, dass sie absolut das Dach wegfliegt. Was mit dir los? Oh, warum geht er bitte nicht rein? Was für ein Schuss! Das wäre tatsächlich der Schuss zum Sonntag gewesen. Oh, der Schiedsrichter guckt sich gerade nochmal eine Situation an. Wahrscheinlich jetzt bei dem Schuss oder bei der Ecke. Sieht dann wohl eher nach Elfmeter für Benfica aus. Das wäre natürlich krass. Der Schiedsrichter zückt
glaube ich, auch die rote Karte. Videocheck. Gelb für... Gelb-Rot? Okay. Gelb-Rot für ihn, aber... Weiter mit Freistoß, okay. Alles ruhig, kein Elfmeter. Kein Abseits! Nein, kein Abseits! Da kann sich unsterblich machen! Wow, das gibt's nicht! Er macht ihn! Das gibt's nicht! In der 100. Minute gelingt Boavista der Lucky Punch zum 3:2. Boavista-Anhänger, denn sie scheinen ja heute einen ganz großen Gegner 3 Punkte abzunehmen. Chapeau! Der Schiri pfeift die Partie ab. Was für ein packendes Fußballspiel. Boavista gewinnt 3:2 gegen Benfica Lissabon. Damit schlägt Boavista Benfica mit 3:2, 10 gegen 10, Dramatik pur, eine hammergeile Stimmung hier in diesem geilen Stadion. Ganz ehrlich, das ist das, warum ich den Fußball liebe. Kein Spiel ist wie ein anderes, es sind immer wieder neue Erfahrungen. Und wenn auch euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne jetzt nochmal ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Abonniert den Kanal, wenn ihr weiter Bock auf meine Reisen habt. Wir sehen uns, bis bald, euer Paulinho, ciao.